Carlos, willkommen zum Interview, zu unserem wöchentlichen Interview im FCA TV. Sieg gegen Hoffenheim, ein ganz wichtiger Sieg. Wie froh warst du über die 3 Punkte? Ja, natürlich, wenn du gewinnst hier zu Hause gegen Hoffenheim, diese 3 Punkte, ich glaube, war sehr wichtig von der Stimmung von der Mannschaft auch. Und du weißt immer schwer, wenn du in dieser Situation in der Tabelle sein. Aber Gott sei Dank, ich habe die 3 Punkte geholt zu Hause. Aber wir versuchen jetzt, um Schalke gehen und nochmal so 3 Punkte holen wieder. Was glaubst du, woran hat es gelegen, dass es in den letzten Wochen nicht so geklappt hat? Ihr wart immer nah dran, dann habt ihr gegen Freiburg wieder verloren und jetzt wieder gegen Hoffenheim. Warum seid ihr so unkonstant unterwegs aktuell? Aber das ist Fußball, das ist Bundesliga. Du weißt noch nicht, was passiert in jedem Spiel. Wir versuchen in jedem Spiel zu gewinnen, immer so Punkte holen, aber immer schwer. Der andere Gegner auch hat gute Analyse, hat gute Mannschaft, auch gute Stimmung. Wir denken noch, wir haben schon Gewinne hier zu Hause gegen Gladbach und dann geht es um Freiburg, wir verlieren, um jetzt wieder nochmal Punkte zu holen. Aber das ist normal, in der Fußball immer passiert, aber wir arbeiten jede Woche, jeden Tag immer 3 Punkte holen. Du warst auch gegen Hoffenheim wieder auf dem Platz gestanden, 90 Minuten, super Spiel gemacht. Was war das wieder ein Gefühl für dich, wieder von Anfang an in der Startelf? Bei mir war eine Überraschung, weil ich war vorher nie gespielt, nie in der Mannschaft der ersten Elf gemacht. Ich habe nur Aufwärts gemacht, aber ich habe nur arbeitet in der ganzen Woche. Immer denke, weil meine Chance kommen und jetzt gegen Hoffenheim, ich habe nochmal 90 Minuten gespielt. War ein bisschen schwer, weil war so lange nicht 90 Minuten gehabt, aber Gott sei Dank, wir haben gewonnen. Ich arbeite immer von der Mannschaft. Du hattest auch richtig gute Statistikwerte, bist viel gelaufen. Warst du auch richtig platt nach dem Spiel? Ich habe dieses Gefühl nie gehabt, weil ich war ein bisschen müde beim Spiel. Ich war immer so lange, keinen Rhythmus gehabt. Aber schwer in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Aber die Stimmung ist besser, wenn du 2-1 gewinnst. Aber wenn du 19 Minuten um diese 11 Punkte 4 Kilometer gelaufen, aber es ist gut von der 6er, aber ich arbeite noch, ich brauche mehr noch. Wir brauchen noch mehr Punkte, wir brauchen noch mehr besser sein in der Tabelle. Wie kommst du eigentlich, kommst du aus Ecuador, Südamerika, mit der Thematik Corona aktuell zurecht? Deine Familie ist ja wahrscheinlich auch zu Hause in Südamerika. Wie schwer ist das für dich aktuell auch mit dieser Corona-Thematik zurechtzukommen? Aber sehr schwer. Ich war schon 1 Jahr und ein halb, ich habe meine anderen Kinder nicht gesehen. Meine Mama auch, meine Familie, alle leben in Ecuador. Und die Familie von meiner Frau, alle leben in Kolumbien, ist schwer für uns. Ich bin hier mit meiner Frau, mit meinem Kind. Aber es ist schwer. Aber Gott sei Dank, ich habe meine Frau hier, mein anderes Kind hier, ich habe Freunde. Noch. Aber immer Kontakt, immer reden mit Telefonie oder so, immer machen so. Das ist aber ganz, ganz schwer für mich. Wie hältst du den Kontakt nach Hause? Jeden Tag FaceTime? Immer, jeden Tag, immer 2 Stunden, immer schreiben, einfach. Via Telefonie, FaceTime, immer mit meinem Berater, auch mit Freunden, mit meinen Brüdern, Schwestern, alle zusammen. Immer reden, aber ich hoffe auch in der Endpause, wenn ich gehe nochmal mit Nationalmannschaft, ich kann treffen mit meiner Familie auch. Wie sehr sehnst du dich danach, die Familie wieder mal zu sehen? Wie sehr vermisst du die Familie? Wie sehr freust du dich darauf, vielleicht nach der Saison die Familie wieder zu sehen? Ja, ich miss meine Familie immer. Für mich ist der wichtige Punkt, weil ich brauche von den Fußballspielern sein, weil immer von der Südamerika ist immer der Spieler immer sein mit Familie, immer wie so Kontakte reden, aber für mich war ganz, ganz schwer. Vielleicht das war auch, weil vorher ich habe nicht so viel gespielt, weil ich war immer ein bisschen im Kopf, okay, für mich meine Familie, ich bin nur mit meiner Frau, meine Kinder, ich wollte meine Mama sehen, aber das ist normal im Fußball. Corona ist das eine, was richtig schwer ist. Für dich auch die Thematik mit dem schwankenden Wetter. Du hast gerade gesagt, vorgestern hat noch die Sonne gescheint, 20 Grad, 25 Grad. Gestern und heute hat es geschneit. Wie schwer ist da die Umstellung für dich? Du bist ja aus deiner Heimat sehr warmes Wetter gewohnt. Aber sehr schwer. Normal, die letzte Woche war ein bisschen warm und die letzten 2 Tage war ein bisschen kalter. Aber du warst so im Training, aber du denkst auch, scheiße Wetter, musst trainieren mit diesem Schnee oder mit Wien oder mit Regen. Aber es ist egal, das ist Fußball, du musst immer bereit sein. Aber es ist okay, aber ich versuche Arbeit einfach. Wie schützt sich Carlos Grueso auf dem Trainingsplatz vor dem kalten Wetter?
Ich habe Mütze, mit Handschuhe, Unterhose, lange Hose, alle. Ich nehme alles, schon kalt, aber wenn du war ausschwemmen, du war ein bisschen warm. Ja. Schauen wir noch voraus auf die Partie gegen Schalke. Nächste ganz wichtiges Spiel für uns, um dem Schritt Klassenerhalt ein bisschen näher zu kommen. Schalke steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Was erwartest du da für eine Partie am Sonntag? Ich warte ein schwieriges Spiel. Für mich war diese gegen Schalke vielleicht ein schweres Spiel, schwerer Gegner, weil sie wollte nicht mehr verlieren. Sie wollte immer kämpfen, sie wollte normal Punkte holen. Aber wir warten noch ein schwieriges Spiel. Wir arbeiten von dies. Ich hoffe, er kann gewinnen. Wir holen die 3 Punkte. Weil wir nicht denken, okay, wir gehen nach Schalke, okay, einfach 3 Punkte. Das war schwer. Du weißt schon, in der Bundesliga, alles schwer, alles möglich. Anfang der Saison, wir haben gegen Dortmund so einen gewonnen und in das zweite Spiel, wir haben verloren, aber du weißt noch nicht. Aber ich hoffe, vielleicht wir können gewinnen in Schalke, wir brauchen die Punkte. Im Hinspiel war es schon ein knappes und enges Spiel und auch richtig schwierig gegen Schalke. Die haben nichts mehr zu verlieren. Was glaubst du, worauf kommt es an? Zweikämpfe gewinnen, viel Laufen, Leidenschaft? Ja, ich glaube schon, die Schalke gewinnen viele Läufe. Sie wollten noch normal Punkte haben. Ja, die gleiche bei uns. Wir brauchen Punkte, wir brauchen das. Du musst immer kämpfen, Läufe, alles zu tun geben. Abschließend, was ist dein Tipp für das Spiel? Wie geht's aus am Sonntag? Für mich wichtige 3 Punkte. Ich hoffe, 1-0, 2-0, egal. Wir brauchen nur einen Punkt. Und vielleicht auch mal wieder ein Bundesliga-Tor von Carlos Carrizo? Vielleicht. Letzte ist schon ein bisschen her. Letzte war in Freiburg, war vor 6 Jahren oder so. Ich war in Stuttgart, aber ist okay, kein Problem. Ich brauche nur einen Punkt, aber ich arbeite von der Mannschaft, ich helfe von der Mannschaft. Egal, wer macht Tor, für mich der Punkt ist wichtig. Gutes Schlusswort. Dann hoffen wir, dass wir am Sonntag die 3 Punkte holen und dem Klassenerhalt ein gutes Stückchen näher kommen. Okay, danke schön. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, vielen Dank dir auch.